So, und da sind wir wieder. So. Kannst du mal kurz zur Hand gehen? Ja, was wird schon wieder? Hallo Kado, ich hatte gehofft, du könntest mir beim kleinen Problemchen helfen. Ich entwickle neues Palamute-Rüstzeug. Aber mir ist dummerweise das Material ausgegangen, um den Prototyp fertigzustellen. Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, wenn ich dich bitte, ein paar deiner Materialien mit mir zu teilen. Du bekommst dafür auch ein spezielles Stück Palamute-Rüstzeug, das ich bereits fertig habe. Kein schlechtes Geschäft, oder was meinst du? Gib mir Bescheid, wenn du einverstanden bist. Eisenerz, Malachiterz. Ein Wachschirm. Ja, muss ich nur Malachiterz ranbringen, ne? Sehr gut. Gucken wir hier nochmal, ob ich mir was Neues bauen kann. Kann ich meine Waffe verbessern? Ah, hier, einen neuen Baum. Dafür brauche ich auch Malachiterz. Was brauchen wir hier? Das sehe ich noch nicht. Das haben wir alles noch nicht angezeigt. Sehr schön. Welche habe ich denn im Moment? Im Moment habe ich die. Brüdes Skelett. Da wird mir mal wieder nicht angezeigt. Aber es geht voran mit dem Baum. Buddyschein, Bnabra, Stachel und Tatzendruckmarke. Aber es geht hier gut voran. Sehr schön. Meine Rüstung verbessern muss ich noch nicht. Das Bucky-Set mal. Nächste Zeit nochmal fertig. Da brauche ich wieder Malachiterz. Flammenbeutel. Ein großes Itsuchi-Hau. Okay. Hier noch was machen? Noch mehr Reste. Ich könnte so Reste umtauschen, aber das will ich eigentlich. Warte mal kurz. Rüstung schmieden. Nein, möchte ich nicht. Nein, möchte ich nicht. Ich werde hier schon mal alles herstellen, um die Reste zu bekommen. Ummachen. Gut, dann haben wir hier jetzt ein paar mehr Reste. Ja, ja, macht er. So. Da wollte ich noch was von Itsuchi. Habe ich aber noch einmal Rest. Buggy Rest. Vielleicht auch noch nicht. Aber Schlafelement ist gut. So. Und sich so ein bisschen besser gerüstet aus, Lord. So. Ich bin so erleichtert. Hey Kado, ich dank dir haben es Ioris Buddys Heide zurückgeschafft. Du bist echt eine große Hilfe. Meister Hamon ist auch erleichtert. Du hättest sein Grinsen sehen sollen. Als klar war, dass Ioris Buddies sicher sind. Ja. Wo wir gerade über gute Nachrichten sprechen, du hast 3-Sterne-Quests freigeschaltet. Freust du dich? Hm? Neben neuen Quests wirst du auch an einen neuen Ort reisen. Bereite dich entsprechend gut vor, ja?
Knochenhaufen haben wir, Dauerwesen. Monsterteile brechen. Sehr schön. Sollen wir dann noch Pflanzen sammeln? Monster reiten. Und kleine Monster erlegen. Was haben wir denn hier bei den Großen? Petranadon. Ein Kuluyaku. Oh, der Barot. Großvroggy. Ein Königsludrot. Es gibt wieder Königsludrote? Kesu. Also heißen die hier nicht mehr Giginox, sondern Kesu. If you can't pick one, just go take a stroll or even a nap. Slow and steady wins the race. So, wen haben wir denn hier noch nicht? Den Azuros. Vorher mache ich mir noch ein Getränk auf. Oder nehmen wir uns den Teddybären mal zur Brust. Dieser Vielfraß. So, kurz noch mal speisen. Geld bezahlen, das übliche. Zack. Her. Gib mir das tolle Lied los. Sehr schön. Oh, das schmeckt uns allen auch wieder. Oder damit. Ja. Und los. Aber wieso ist das Vieh hier nicht mehr Giginox? Sie haben seinen Namen geändert. Roaming Boone and Dale. A gluttonous brute leaves a sluggish trail. Attempts to sate its hunger prove of no avail. It keeps eating more and more. And with every bite, it succumbs yet further to its destructive appetite. Leibhaftige Blutlust, Azuros. Ready for anything. Mitnehmen, mitnehmen. Oh, eine Blitzbombe. Sehr nett. Und drauf. Gut, der ist da hinten. Gehen wir mal da rüber. Unserem dicken Kumpel. Hoch da. Noch weiter hoch da. Easy peasy. Easy peasy. Hierher, Bäche, Bäche, Bächen. Hierher, Bäche, Bäche, Bächen. Thank you.
Und drauf. Aua. Aua. Das war eine Au. Nein. Ey. Ey. Hierher, Becher, Becher, Becher. Wo willst du denn hin? Lucifisch. Oh, voll daneben geschlagen. Aua. Aua! Der tollt hier ein bisschen rum. Auf und weiter. Achso, das ist hier nur das Zeichen für Namis Pflänzchen. Weiter geht's. Hui. Ach shit, hier wollte ich doch gar nicht hin. Dort. Aufsetzen. Ich bin hier falsch abgebogen. Hier wollte ich auch gar nicht runterspringen. Oder hier sollte ich doch gar nicht runterspringen. Wo ist denn der Teddy? Du kommst mit. Sehr schön. Hierher, Bächen, Bächen, Bächen. Bächen! Aua. Aua. Ist ein ganz böses Bärchen. Und drauf. Da mal eine Spezialschelle. Und nochmal feste drauf. Aua. Immer festet drauf. Aua.
Mann! Läuft er schon wieder weg? Keiner will mein Freund sein. Dort! Abmarsch! Was ist er denn da rum? Hallo, Bärchen! Bärchen! So, holen wir uns mal ein bisschen was von dir, ne? Easy peasy! Easy peasy! Einmal ein Panzer, einmal ein Pelz. Dann die Agras hier noch für mich. Scharfe Klaue, ein Pilzchen mitnehmen. Hey du! Warum lauft ihr denn weg? Ach schade, das haben wir wieder nicht gezählt. Panzer, Pelz, Pelz, Schiene, Jumbo-Knochen. Und Jumbo-Knochen, Rüstkugeln. Scharfe Klaue. Schiene. Losfahren, Nullbeere, Schnallenbeere, Lehmpilz, Blaupilz. Noch ein Panzer und ein Großizuchi-Pelz. Sehr schön. Die beiden sind Stufe 8. Auch sehr nett. So. Willst du denn? Ah, frohe Kunde, Meister Kado. Ich habe eine besondere Auswahl an Objekten vorrätig, eine, die ausdrücklich auf eure Großtaten abgestimmt ist. Jedes einzelne davon hat einen garantierten Nutzen für euch. Ich lege euch sehr ans Herz, sie in Erwägung zu ziehen. Oh, du bist es. So, du bist jetzt also ein Jäger, hm? Hör mal, trotz meines medizinischen Geschicks ist es mir wichtig, dass alle gesund bleiben und ich meine Ruhe habe. Naja, du warst schon immer ein starkes und gesundes Kätzchen. Da wird sich wohl auch mit deiner Berufswahl nichts dran ändern. Oh. So, kann ich hier noch herstellen? Wow, wie begeistert er ist. Rötes Skelett. Haste makes waste. Take all the time you need. Das denn verbessern oder neu schmieden? Die Azaros-Rüstung. Duras Rüstung sieht auch cool aus. Er hat keinen großen Nutzen für mich.
Warmer Pelz, dafür brauche ich doch Kelvis. Na, tschüss, ne? Hörst du? Ah, Frischling, meinst du nicht, dass dein Flolier inzwischen ein bisschen abgenudelt aussieht? Zur Info, der Effekt, den du beim Kontakt mit einem Irrlitz erhältst, hängt von der Art des Floliers ab, das du trägst. Ich sag dir was, du warst schon immer eher praktischer Anlagt, also gebe ich dir ein neues, das du selbst testen kannst, gut? Hier falsch hinzufügen. Du kannst deine Floliers austauschen, um das Ideale für deinen Stil zu finden. Ändere dein Flolier über die Option Ausrüstung verwalten in der Objekttruhe. Hinweis, Floliers können auch über die Objekttruhe im Zelt ausgetauscht werden. Ein wahrer Kamura-Jäger kennt seine Floliers. Zu wissen, welche zu dir passen, ist der Schlüssel zum Jagderfolg. Ja gut.